Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Warp Skyblock Expert Mode. Und in der heutigen Folge wollen wir mal unsere Erzverarbeitung fertig machen oder unsere Ressourcenproduktion fertig machen. Ich habe hier mal vier so Kompressoren reingestellt. Holy, okay, die sind ordentlich beschäftigt. Vier so Kompressoren reingestellt, die hier unser ganzes Zeug kompressen. Oha. Ja gut, die sind jetzt erstmal ordentlich beschäftigt. Ich denke mal, das wird sich aber dann relativ zügig widerlegen. Hoffe ich einfach mal. Geladen. Oh Mann, die Kühe. Die Geräusche von den Kühen machen mich fertig. Hier ist ja alles geladen, ne? Ja, oder ist das Ding hier... Oh! Dieses Kabel hier ist nicht geladen. Jetzt wundert mich auch nicht, warum sich hier die ganzen Erze angesammelt haben. Wobei man sagen muss, dass das schon recht gut läuft. Also wir haben hier, der ist so gut wie komplett voll und der ist fast komplett voll. Alle anderen sind leer und das, obwohl wir wirklich tausende Items haben. Also das funktioniert relativ gut. Und das hier müssen wir dringend laden. Ja, eigentlich wollte ich das ja verhindern, dass das nötig ist, aber gut, sowas. Okay, passt schon. Dann ist das jetzt hier geladen. Okay, das erklärt auch, warum die jetzt hier so krass beschäftigt sind, weil ich habe es natürlich mal über Nacht laufen lassen und habe mich dann gewundert, so, hä? Okay, gut. Hier überall sind 64 Speed-Upgrades drin, das passt auch soweit. Hier auch, hier auch. Hier glaube ich noch nicht, ne? Wir brauchen noch ein paar Speed-Upgrades. Speed-Upgrades. Machen wir mal so 5, 60, 90. 90 sollten eigentlich reichen. Ja, doch, 90 sollten reichen. Und deswegen den Prozessoren, dass immer ein paar tausend auf Lager sind und so, das kommt noch. Aber ich will erstmal alles automatisiert haben und erst danach anfangen so. So eine Autostock-Funktion zu haben, weil dafür würde ich dann auch einen eigenen Bereich bauen, in dem die ganzen Level-Emitter sind. Nur mal so viel dazu. So, jetzt kommen wir mal zu den Öfen. Ach ja, dafür haben wir ja vor Ewigkeiten, 1000 Milliarden Jahren, mal eine MFSU bestellt. Da ist sie. Und Glass Fiber Cable. Nee, nicht less, sondern glass. Was ist eigentlich? Wir haben kein Glas. Hä, wir haben Glas. Ach ja, IC2. I forgot. So. Den stellen wir jetzt mal dahin. Und dann da das Kabel dran. Und da dürfte sich jetzt aktuell nichts tun. Richtig. Denn wir brauchen da eine Verbindung mit einem. Oh, das ist aber blöd, wenn wir das hier so machen. Fällt mir gerade auf. Wir brauchen hier eine Verbindung mit einem. Hier. Wie heißt der? HV-Wire Connector. Der wandelt nämlich RF in EU um. Aber es gefällt mir hier gerade tatsächlich nicht so gut, wie der hier steht. Wir sollten auf jeden Fall mal das Ding hier kurz aufladen. So. Wenn wir die MFSU abbauen wollen, dann brauchen wir den. Ja, ist jetzt nicht so schön, aber ach komm, wir machen es einfach. Bei, wenn ich hier das Ding, kann ich denn überhaupt? Wir probieren es mal. Wir brauchen zwei HV-Wire-Connector und einen HV-Wire. HV-Wire-Connector haben wir sogar noch zwei und ein HV-Wire-Coil. Sehr schön. So und so. Okay, das scheint zu funktionieren. Und dann so und so. Jawohl. Dann sollte sich der hier langsam füllen. Sehr schön.
Und die Öfen hier, die sollten jetzt auch Strom haben. Ja, Ja. ja und ja. Okay. Die haben von der Seite, haben die das hier. Die sind jetzt eigentlich von allen Seiten angeschlossen, außer von denen, aber hier möchte ich keinen Redstone-Block reinstellen. Das heißt, wir bauen jetzt ein paar Upgrades für die. Und zwar erstmal wie heißen die? Ejector Upgrade. So. Meine Güte. Ejector Upgrade. Drei Stück. Bitte, danke. Eins, zwei, drei. Sind die Speed Upgrades eigentlich schon fertig? Ja. Dann nehmen wir die auch mal mit. So, und dann brauchen wir noch ein Redstone in Upgrade. Schauen wir mal so. Wo ist IC? Hier ist IC2 und hier genau. Redstone Signal Inverter Upgrade. Tinplate. Ich dachte gerade schon, ist irgendwie so Iridium Plate oder so. So richtig random. Einfach, ja, brauchst du eine Iridium Plate? Genau, und die legen wir jetzt hier rein und schon brauchen die kein Redstone-Signal mehr. Sehr schön, dann heizen die jetzt auf. Dann können wir mal konfigurieren. Und zwar Aluminium und Aluminium. Dann haben wir Kupfer und Kupfer. Dann haben wir Silber. Ich glaube, ich müsste erstmal warten, bis das hier, ja, bis die ordentlich verarbeitet sind. Oh, und wir brauchen, bis sie ordentlich alle klein gemacht wurden. Und wir brauchen auf jeden Fall auch, na, helft mir, Capacity Cards. Die automatisieren jetzt auch. Capacity. Die werden wir noch so oft brauchen. Nein. Pattern. Ah, ein Glück. Capacity Card. Jawohl. Und jawohl. So, einmal hier reinlegen. Schön zu dem Zeug. Und dann können wir Capacity Cards. Da machen wir 2, 4, 6 Stück. Können wir uns locker easy bestellen. Sehr schön. Dann nehmen wir das hier nochmal raus, oder? Ja, ich würde auch sagen, wir warten mal kurz, bis alles verarbeitet. Wobei Aluminium. Ne, Aluminium können wir ja schon mal. Aluminium, Kupfer. Ich meine, es ist ja. Alphabetisch die korrekte Reihenfolge. Deshalb müsste schon passen. Weil wenn wir das jetzt nicht alphabetisch richtig da rein sortieren, dann kommen wir hier total durcheinander, was wir schon drin haben und was nicht. Und hier kommen die ersten Aluminium-Ingots raus. Sehr, sehr schön. 16.000 Redstone und wir haben über 6.000 Electrotine. Was auch sehr angenehm ist. Das kommt später natürlich dann automatisch hier rein, aber erstmal so. Würde das jetzt für einen Solarpanel reichen? Ja. Okay, wir könnten jetzt noch ein weiteres Solarpanel bestellen, wenn wir eins brauchen würden. Ausgezeichnet. So. Die heizen alle schön auf. Das dauert natürlich ein bisschen, aber ah, der ist auf 40% auch schon relativ zügig. Wie sieht's hier aus? Der lädt sich immer noch auf, obwohl die schon weniger Energie produzieren, okay? Dann machen wir hier noch die Speed Upgrades fertig. 64, 64,
4 und 6. Wow. Es hat gerade mit den 8, die wir noch hatten, gereicht. Und der Strom ist aus. Alter, wir haben 2 von den blauen. Und der Strom geht einfach sofort aus. Alter. Gut, wir bräuchten vielleicht noch eine Batterie dafür. Wir bräuchten vielleicht noch eine Batterie. Wir bräuchten eine Capacitor Bank, eine Vibrant Capacitor Bank. Wie groß machen wir die denn? 25 Millionen. Das wären 100 Millionen. 100 Millionen würden ja für den Anfang eigentlich rein. Oder machen wir einfach 3 mal 3 mal 3. Das wären dann 225 Millionen RF. Dann können wir aber auch einen Würfel machen mit 3 mal 3. Genau, nicht nur 3 mal 3, sondern 3 mal 3 mal 3. Das heißt 27. Okay. Vielleicht probieren wir es nochmal mit 9. Vielleicht habe ich gerade ein bisschen unterschätzt, dass wir. Oh, okay. Electrical Steel Energetic Alloy. Haben wir das noch nicht automatisiert? Energetic Alloy. Oh, okay, das ist ein Problem. Das machen wir sofort. Elektrikal. Genau, Electrical Steel. Braucht Iron, Coal Dust. Und Silizium. Iron. Coal Dust. Und Silicon. Und das wird dann zu Electrical Steel. Und zwar zu wie viel? Zu einem wahrscheinlich. Zu einem. Okay. Zack. Und dann noch Energetic Alloy. Besteht aus Redstone, Gold und Glowstone. Redstone, Gold und Glowstone. So. Packen wir das auch mal in den Alloy Smelter. Wobei ich mir echt nicht sicher bin, ob nicht sogar 2 Alloy Smelter noch zu wenig sind. Aber wir werden sehen, wir werden sehen. So, Capacitor Bank. Einfach nur mal zum Test, um zu gucken. Okay, was uns jetzt noch fehlt in der Automatisierung ist Signalum, Ender Electron Tubes und Redstone Chipsets. Okay, Signalum. Signalum. Da haben wir. Okay, 3 Copper, ein Silber, 10 Redstone. Hui. 3 Copper. Ein Silber. Und 10 Redstone. Gibt Signalum. 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Checken wir das nochmal, aber ich glaube, es waren 4, ne? 3, 1, 10 ergibt 4. 3, 1, 10 ergibt 4. Jawohl. Ja. So, Ender Electron Tubes. Dafür brauchen wir Endstone und Eye of Ender. Haben wir hier vorne noch so ein Ding frei? Der ist belegt, der ist belegt.
Der ist auch belegt. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Thermionic Fabricator. Oh je. Bronze. Oh, wir haben Bronze auch noch nicht automatisiert. Gut zu wissen. Der hier war für Zahnräder, naja. Hier müssen wir auch automatisieren. Bronze. Bronze. Erlösmelder. Drei Kopper, ein Tin ergibt vier Bronze. Okay. Drei Kopper. Ein Tin. Brunnen. Ergibt vier Bronze. 1, 2, 3, 4. Zack. Und fertig. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Erlösmelder. Okay. Als nächstes würde ich mal. Nein! Warum ist es da drin? Bin ich so blöd oder tue ich so blöd? Ich wollte es doch. Ich wollte doch Zahnräder. Aber gut, dass ich das noch gemerkt habe. Ich wollte das Ding jetzt hier auch mitnehmen. Die Metal Press. So. Jetzt sei da auch das Immersive Engineering Zeug zu automatisieren. Und zwar. Woher kriege ich das auswendig hin? Ich versuch's mal. So. 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 Den Hammer brauchen wir. Hammer. Und so. Okay. Gut. Damit wäre eine Metal Press schon mal fertig. Ja. Und die macht halt Platten. So. Und die wird an den blauen Strang angeschlossen. Das heißt, wir brauchen ein Interface. Ein Interface. Und einen Import-Bus. Und ME Glass Cable in Blau. Okay, das ist ein bisschen wenig Blau. Lapis Lazuli. Ja, das reicht. Und was auch die Frage ist, funktioniert das so? Wir werden es herausfinden. So sicher nicht. So. Ich habe absolut keine Ahnung. Weil Immersive Engineering ein bisschen komisch funktioniert. Zumindest empfinde ich das so. So. Können wir mal ein Rezept fertig machen und schauen, ob das funktioniert. Aber irgendwie. Eine Iron Plate. Und wir müssen das Fenster. Eine Iron Plate und ein Iron.
So. Jetzt kommt das hier rein. So, und jetzt hätte ich gerne Iron Plates bestellt. Iron Plates. 100. Okay, es liegt hier. Und das ist doch die Plate Press. Ja. Ah, er sagt kein Strom. Okay. Kein Strom, kriegen wir hin. Solar. Wie keine Crafting CPUs available? Braucht es so viel oder? Canceln wir das mal. Solar. Das Ding müsste ja relativ zügig durch sein. Glaube ich. Einmal schlafen. Während das Ding produziert, können wir ja mal ganz kurz da reingucken. Der craftet immer noch das Zeug klein. Es ist. Alter. Ja, mal gucken, ob in Zukunft die vier Dinger reichen oder ob wir da noch ein bisschen anbauen müssen. Ich meine, Platz wäre ja noch zur Not. Wir hatten nur 1, 2, 3, 4, genau, mit den Channeln war das Problem. Gut, man könnte ja das Dance-Kabel dann hierher legen und ja, es wird schon gehen, wenn die vier nicht reichen. Ist das Solargerät fertig? Gleich. Solar. Okay. Einfach mal schnell bestellt. Okay. Okay, das ist jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Annihilation Plate nehme ich nochmal mit. Und dann bestelle ich nochmal Iron Plates 100. Also das Interface kann die auf jeden Fall da drauflegen und die werden dann auch klein gemacht. Nur, die werden hier nicht mehr eingesaugt. Wenn wir hier eine Annihilation Plate hinmachen. Gut, Missing. Jetzt ist es online. Ja. Dann saugt die erste Mal das Conveyor-Belt weg. Ja, danke. Oh man. Dein Ernst. Okay, ich weiß aber, wie wir es machen. Wir brauchen einfach noch ein Interface, oder? Interface. Okay, hat das Ding das Conveyor-Belt weggesaugt. Ich pack's nicht. Hammer haben wir. Conveyor-Belt. So, kommst du her? Okay, das hier können wir abbrechen. Okay. Man kann in Interface ja auch was reindrücken. Das ist ja die schöne Sache. Deshalb probieren wir es mal damit. Keine Ahnung, ob es funktioniert, aber es könnte funktionieren. Solar. Ach Quatsch, Solar Plate. Doch die Peer-to-Peer-Tunnel-Dauerzeit immer ein bisschen länger. Leider, bis die einen Kanal haben, aber. Ja. Aber es funktioniert, es funktioniert. Nochmal abbrechen und nochmal starten. So, weil jetzt stimmt diese Menge nicht mehr. Okay, dann kann ich hier Plate machen. Dann können wir auch einfach mal 1000 bestellen. Ja, cool. Jetzt geht aus dem Interface hier raus. Wird hier gepresst und geht in das Interface rein. Nice.
Ich würde sagen, damit haben wir erfolgreich diese Presse automatisiert. Und ja, in der nächsten Folge, ich denke mal, die Dinger hier reinlegen, das mache ich offscreen, weil das ist nicht sonderlich spannend. Alternativ auch heute Abend im Livestream. Wobei wir da wahrscheinlich eher Unity spielen. Aber könnt ihr ja dann in die Kommentare oder im Livestream einfach in den Chat schreiben, was ihr gerne spielen würdet. Ja. Aber ich bin eigentlich schon mal sehr zufrieden damit. Das gleiche machen wir noch mit der Gearpress. Und dann haben wir das endlich auch automatisiert. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.